Ein wundervoller Weg, um mehr Ausdruck ins Sprechen zu bekommen und eine lebendige Stimme, ist das Lesen von Märchen. Das bietet unendlich viele Möglichkeiten. Und ich habe mir auch hier wieder eine tolle Expertin an die Seite geholt. Die liebe Ida Wilomait. Sie ist Rhetoriktrainerin und Stimmtrainerin. Ida, du hast die große Faszination oder eine große Leidenschaft für Märchen. Erzähl mir, was bringen dir persönlich Märchen für deinen stimmlichen und sprachlichen Ausdruck? Ja, ich habe Märchen regelrecht wiederentdeckt als ein wunderbares Spielfeld oder ein Spielraum, um mich stimmlich ganz neu auszuprobieren und meiner Fantasie auf andere Weise nochmal Raum zu geben, als das bisher in meinen sonstigen Tätigkeiten möglich ist. Und Märchen sind da ein perfektes Übungsfeld für mich. Absolut, absolut. Also wenn ihr die Chance habt, Märchen vorzulesen euren Kindern oder so, dann schlüpft in diese unterschiedlichen Rollen. Es ist ja super spannend, auch diese verschiedenen Charaktere dann stimmlich zum Leben zu erwecken, ne? Inklusive den Erzähler. Der Erzähler hat ja auch immer so eine Rolle. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da haben wir schon diese typische, wundervolle Erzählstimme. Absolut, und das finde ich auch eine sehr spannende Kombination, denn in Märchen begegnet uns ja eine unglaubliche Fülle an Personal, von der bösen Stiefmutter, eifersüchtige Schwester, liebevolle Brüder, alles, was das Leben zu bieten hat, finden wir im Märchen. Und wir finden im Märchen auch sehr viel Merkmale von Mündlichkeit, wenn ich das so sagen darf. Es gibt sehr viel direkte Rede. Eine Erzählerstimme, die eigentlich oft sehr zurückhaltend ist, auch mit Bewertungen. Trotzdem bringt die Erzählerstimme auch immer wieder Ruhe rein bei der ganzen Tragik, weil im Märchen kann es ja wirklich ganz wüst zur Sache gehen. Märchen können ja auch regelrecht grausam sein, aber auch unendlich facettenreich. Und für mich sind Märchen als nicht mehr ganz so junger Mensch einfach wunderbar, um so ein bisschen loszulassen, sich auf dieses stimmliche Abenteuer einzulassen und wirklich in die Lebendigkeit zu gehen und auch in die direkte Rede zu gehen und immer wieder mit der Erzählerstimme dann auch so einen Grundton zu sichern, der dem Ganzen wieder etwas Ruhe gibt. Absolut, weil die ja so, das macht den Kontrast, ne? Das ist wie Ja. schwarz und weiß. Also, wenn man zum Beispiel, ich finde die Hexe Knusper, Ja. wenn man Ja. das auch wirklich mal so richtig leben kann und ausprobiert, also abgesehen davon, dass es Kinder ja lieben, wenn man dann auch wirklich übertreibt und in die Rollen geht, mag ich so sehr, dass es eben diese getragene Stimme gibt, der Erzählerin oder des Erzählers, und dann haut's rein und die Hexe sagt, Ja, und ich denke, also ich persönlich kann das nur lösen, wenn ich spontan bin. Ja, und wenn ich mich wirklich auf die Handlung, auf die Geschichte einlassen kann. Übrigens ganz spannend, Ariane, ein ganz kleiner Schwenk in die Märchenforschung. Es gab ja auch Zeiten, wo vor allem Grimmsche Märchen fast schon zur schwarzen Pädagogik gezählt wurden, dass sie wirklich, wirklich auch sehr heftig sein können. Und es gab da die große Sorge, dass es für Kinder vielleicht doch auch manchmal zu viel ist. Ich muss ehrlich sagen, es gibt auch Märchen, wo ich denke, ups, ja, das ist mir jetzt doch etwas zu viel. Und ein wichtiger Meilenstein war dann der amerikanische Psychoanalytiker Bruno Bettelheim, der gesagt hat, Kinder brauchen Märchen, weil Märchen emotionale Wahrheiten auch ausdrücken. Und insofern sind sie natürlich ein geschützter Raum, wo man sich auch mit schwierigen Gefühlen auseinandersetzen kann und das Ganze stimmlich einfach mal austesten kann. So einer Hexe eine Stimme zu geben, ist ja ein wunderbares Experiment. Und ich mache es Definitiv. besser in meiner Übung als im realen Leben, ja. Ja, da hast du viele wichtige Dinge angesprochen. Also ich habe mal gehört, dass zum Beispiel die Geschichte von Hänsel und Gretel eigentlich ein Abnabelungsprozess ist und Pubertät beschreibt. Also dass es immer so noch eine zweite tatsächlich Ebene gibt, die einem hilft, mal was zu verbrennen. Also wir machen das doch auch, wenn wir sagen, wir müssen was hinter uns lassen, dann machen wir doch auch manchmal so Zeremonien und schmeißen Ja. das gedanklich ins Feuer oder Ja, so. ja. Denn ich finde auch, man, so ähnlich wie die Religion, das darfst du ja auch nicht alles wörtlich nehmen, sondern es geht ja mehr darum,
das zu interpretieren. Ich habe mich aber auch schon dabei erwischt, dass ich, wenn ich den Kindern, meinen Enkelkindern vorgelesen habe, dass ich das selber ein bisschen abgeschwächt habe oder anders Ja. erzählt habe, um nicht zu grausam zu sein. Aber abgesehen davon, ist ja dieses Spiel mit diesen unterschiedlichen Rollen, in diese Rollen zu schlüpfen, ja immer auch ein Rollen in Rutschen in ein Extrem. Die Hexe macht Ja. ja besonders grausam und es ist halt so auch so ein bisschen schwarz-weiß, um das mal richtig rausarbeiten zu können. Denn wo haben wir sonst so eindeutige Rollen wie im Märchen? Ne? Also Ja. die Stiefmutter ist nun mal die Böse und da gibt es die Pechmarie und die Goldmarie und die Pechmarie ist nur böse und die Goldmarie ist nur Ja. gut. Und das Leben ist ja nicht so schwarz-weiß, aber es hilft, um sprachlich einfach ganz viel zu machen. Absolut. Und vor allem begegnen uns im Märchen ja nicht nur, ich sag mal, menschliche Extremlagen, ja, sondern es begegnet uns ja auch die Welt der Feen und Geister und wie du schon sagst, Der Hexen, Frösche und der der Frösche, genau. Und ganz spannend, diese beiden Welten vermischen sich ja. Also wir haben kurz schon erwähnt, ein Märchen, ein russisches Märchen von der Froschkönigin. Wir kennen das Märchen aus von den Gebrüdern Grimm, der Froschkönig, aber es gibt in einem russischen Märchen eine Variante, wo eine wunderschöne Prinzessin ausgerechnet von ihrem eifersüchtigen Vater in eine Kröte verwandelt wird und ein Zarensohn muss sie dann erlösen. Das heißt, was ist das für eine stimmliche Transformation und was kann ich da ausprobieren an Facetten? Ja. Wie klingt die Prinzessin als Frosch und wie klingt sie hinterher, wenn sie sich befreit hat aus Ja. dem Frosch heraus? Ja, fantastisch. Ich finde auch, was ein schöner Aspekt ist, also neben dem sich auszuprobieren in unterschiedlichen Stimmen, dass es ja kein Ideal gibt. Also anders als beim Singen, wo wir den richtigen Ton treffen müssen oder wo wir eine genaue akustische Vorstellung haben, können wir hier mit der Stimme einfach spielen und experimentieren und einfach mal gucken, was aus uns so rauskommt und was die Stimme alles kann. Genau, das schätze ich auch sehr an dieser Art von Lektüre, weil es mir vielleicht auch Gelegenheit gibt, so ein bisschen die Kontrolle abzugeben und sich so diese Geschichte anheimzugeben, ja, und sich von der Geschichte tragen zu lassen. Und wenn ich mich dann ganz so in die Geschichte, auf die Geschichte eingelassen habe, dann ist es auch leichter oder leicht, die passende Stimme zu finden oder der jeweiligen Figur eine Stimme zu geben, die sich für mich überzeugend anhört, ja, die irgendwie passt. Und da das so viel mit wörtlicher Rede ist, kann man ja auch immer direkt reinschlüpfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Prosa liest, dann ist das ja oft so ein Mittelding, dann fängt man so an, so ein bisschen zu verstellen, die Stimme. Aber hier hat man die wörtliche Rede und dann spricht ja dann, was weiß ich, das Schäflein, Ja. das kleine Schäflein spricht mit dem bösen Wolf direkt und dann sind die im Dialog und ich kann gleichzeitig erstmal das kleine Schäfchen spielen und dann den bösen Wolf, der dann auch noch, was weiß ich, Kreide schluckt, damit er eine verstellte Stimme hat. Und also so viele Möglichkeiten des Ausprobierens. Fantastisch. Also macht das einfach mal und probiert, Ja. was eure Stimmen so können an unterschiedlichen Rollen, wie viele, unendlich viele Facetten man mit seiner einen einzigen Stimme ausdrücken kann. Ich würd auch nichts Besseres wissen als Märchen. Also ich glaube, es gibt nirgends eine bessere Grundlage, um Stimmen auszuprobieren als Märchen. Und was für mich zu Märchen auch unbedingt dazugehört, Märchen sind eigentlich, sie kommen aus einer mündlichen Tradition. Wir wissen, was die Brüder Grimm uns vermitteln wollten, dass das sozusagen Erzählungen aus dem einfachen Volk sind. Das stimmt so in dieser Absolutheit natürlich nicht. Sie sind bearbeitet, auch da steckt die Bildung drin. Aber wir spüren es, Märchen sind gemacht zum Erzählen. Und was ich auch wunderschön finde, ist Märchen vorzutragen oder Märchen zu teilen. Ich kenne keine andere Textgattung, die so dafür geschaffen ist, dass sie einfach geteilt werden möchte. Also Märchen kann man in der einsamen Lektüre genießen, aber für mich steigert sich die Freude an den Texten, wenn ich es vortragen kann. Und sozusagen in meinem inneren Bild sitzt man, wenn man Märchen erzählt, eigentlich immer am Lagerfeuer, ja, und geht da wirklich einem Bedürfnis nach, das uralt ist und das uns eigentlich immer begleitet als Menschen. Ja, Und insofern das auch können immer noch Märchen für mich nach wie ernst. vor wunderschön ist, ne? Also ich habe Ja.
neulich ein Wochenende verbracht mit vier meiner Enkelkindern und wir hatten da, haben da gerade ein Buch entdeckt, in dem es um Fabelwesen geht, auch sehr spannend, also welche Fabelwesen es in welchem Land gibt. Ich werde es mal verlinken hier, weil es ein sensationelles Buch, die Kinder waren begeistert. Stundenlang saß ich auf einem roten, gemütlichen Sessel, Ah, da hinten im herrlich. Hintergrund, da. Ja. Und die Ja. Kinder um mich rum und hingen an meinen Lippen. Ich habe erzählt und gelesen. Und dann ist dann aber auch so das entstanden, also gerade was du zum Thema mündlich sagst. Ich habe etwas vorgelesen, zum Beispiel, welches Fabelwesen gibt es da in China oder so. Und dann haben wir uns unterhalten darüber. Und das Oh, ist ja dann aha. das Spannende. Und dann sind Ja. wir in diese Rolle geschlüpft und haben dann ausprobiert, wie könnte so ein Fabelwesen sprechen. Also auch mit Kindern das schon zu machen, ist sensationell, das Schlüpfen in Rollen, weil das ja unglaublich befreiend auch ist, ne? Also man kann ja nicht vom Erzählen kommen und hinterher so richtig schlechte Laune haben. Geht ja irgendwie nicht. Nee, vor allem, weil es so wie du schilderst, es ja auch immer Kontakt und Nähe bedeutet. Ja. Und weil es einfach Freude bringt. Das ist eine Art und Weise, Stimme einzusetzen oder mit Stimme Wirkung zu erzielen, die jetzt eben nicht beruflichen Zielen folgt oder irgendeinem Auftrag folgt, sondern wo man einfach noch seiner Fantasie eben folgen darf. Und das finde ich, kann ein wichtiger Baustein sein oder ein wichtiger Ausgleich sein für das, was wir sonst noch tun und holt auch so die Stimme ein bisschen aus ihren kontrollierten Gehegen. Ja, ich habe erst gestern mich unterhalten über das Märchen Tischlein deck dich mit einer unglaublich perfiden Ziege, die ja die ganze Familie gegeneinander ausspielt mit Lügen. Ja, was Wovon für soll ich ein. satt sein? Ich sprang nur eh über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, Wirklich köstlich und gleichzeitig stecken so tiefe Wahrheiten drin. Ja, also ich finde das sehr inspirierend. ja, das stimmt. Und auf der einen Seite hast du recht, es ist ein wundervoller Ausgleich. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine wundervolle Vorbereitung. Also wenn ich direkt, bevor ich eine Präsentation halte, ein Märchen erzähle, dann werde ich lebendiger präsentieren, wird es mir leichter gehen, in den Dialog zu gehen, werde ich das Publikum besser erreichen, weil unser Körper das ja dann ausprobiert hat und alle Sinne schon bereit sind. Der Erzählmodus, die Freude, das Schlüpfen in unterschiedliche Gedanken, der Ausdruck, die Artikulation, die Stimme, alles ist schon bereit. Insofern finde ich das eine fantastische Vorbereitung. Und wir sind ja oft so, gerade wenn wir was Schwieriges haben, wie ein Vortrag oder eine Präsentation, die sehr herausfordernd sind, dann sind wir sehr im Kopf. Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken. Oh, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen. Und hier ist noch ein wichtiger Punkt. Und hoffentlich fragt nicht jemand das und das. Anstatt dass wir in das Gefühl hineingehen, was eben so ein Märchen hat und uns wirklich, wirklich vorbereiten. Denn ein Vortrag und eine Präsentation lebt letztlich dann auch vom Erzähler. Sonst finde ich es langweilig und schnarche weg. Ja, und von der Vielfalt einfach, die Mhm, dann von der auch drin Vielfalt, steckt. genau. Ja. Und egal, wenn du jetzt so die Verbindung herstellst zu beruflichen Situationen oder zu einer professionellen Rede, wir wissen ja, jede Rede, egal um welches Thema es geht, braucht emotionale Anteile. Natürlich muss die Dosis stimmen, ja, aber wir öffnen uns einem Thema erst, wenn auch ein spürbar emotionaler Anteil wirkt. Und wie du sagst, da können ganz andere Persönlichkeitsanteile aktiviert werden. Wir werden viel lockerer, wir kommen viel leichter in einen Erzählmodus, wenn wir vielleicht ab und zu uns ein Märchen gönnen und das gerne auch teilen und wieder in wunderschöne Erzählsituationen gehen. Ja, das tut ja allen gut. Sehr richtig, was du sagst. Und ich finde auch zusätzlich, dass eben nicht nur, dass wir da in diese unterschiedlichen Facetten haben, aber es bringt einfach noch eine andere Stimmung ins Sprechen mit hinein, eine andere Ebene, die für die Kommunikation unglaublich wertvoll und wichtig ist. Und auch bei, also gerade Herausforderungen wollen erzählt sein. Und da hilft es ja nicht, wenn ich die ganze Präsentation
lebendiger mache oder so. Manchmal denken Leute, das kommen zu mir und sagen, ich soll lebendiger sprechen. Und dann denken sie, ich präsentiere meine Zahlen jetzt lebendiger oder so. Und das Ja. ist es ja gar nicht. Ich darf ja Zahlen, Daten, Fakten orientiert sein, wenn ich Zahlen, Daten, Fakten präsentiere. Aber dann muss ich irgendwann sagen, und wenn ihr sie anwendet, dann passiert das und das und das. Und dann brauche ich die Lebendigkeit. Und auch da ist es der Wechsel. Das ist der Wechsel, der in unterschiedlichen Sprechweisen, und das trainiere ich da einfach fantastisch. Ne? Das ist die Erzählstimme, ist das normale, wie ich in der Präsentation, ist es vielleicht noch ein bisschen weniger mystisch und weich, als es beim Ja. Märchenerzählen ist. Aber es gibt diese Erzähler und dann erzähle ich ein Beispiel und eine Anekdote, die es plastisch macht. Und dann bin ich in einem anderen Modus. Also wirklich eine super Vorbereitung. Ich freue mich sehr, dass dieser Impuls durch dich entstanden ist, denn als ich dich kennengelernt habe, war das Erste, über was wir gesprochen haben, lustigerweise diese Märchen. Ja. Und ich finde es wirklich ein fantastisches Mittel für den Unterricht. Und wenn ihr jetzt keine Kinder habt und auch sonst nicht vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, die euch an den Lippen hängen, wenn ihr Märchen erzählt, man kann das auch alleine machen. Man kann es auch alleine machen. Man Laut kann, muss man es halt machen. Das ist wichtig. ja, man kann auch ganz im Zeitgeist Sprachnachrichten verschicken an entfernte Menschen mit Märchen. Und mein Tipp wäre, es müssen nicht immer die Grimmschen Märchen sein. Es gibt so wunderbare Märchen anderer Nationen, wie unsere russische Froschkönigin, orientalische Märchen. Märchen sind auch oft erzählt worden, um schwierige Situationen zu meistern. Wenn man zum Beispiel an Tausend und eine Nacht denkt, ja, da ist ja die Rahmenbedingung ein traumatisierter Sultan sozusagen. Also es lohnt sich wirklich auch in andere Nationalmärchen hinein zu lauschen und sich da zu bedienen oder auch die weniger bekannten Grimmschen Märchen mal näher anzuschauen. Das bekannteste Märchen übrigens der Brüder Grimm ist Aschenputtel. Offenbar können sich sehr viele Menschen mit dem Thema Eifersucht in der Familie etwas vorstellen. Aber es gibt noch so unendlich viele andere Themen und Aspekte. Also hört nie auf, da Neues zu entdecken. Stimmt. Endet nie, ja. Und da hast du noch was Schönes gesagt, nämlich dieser interkulturelle Gedanke. Also interkulturelle Kommunikation ist ja auch etwas ganz Wertvolles. Und ich kann über Märchen auch bestimmte Dinge noch mal besser verstehen. Also auch wenn an den Märchen erfährt man ja viel über die Kultur auch. Und da noch mal in die russische Seele oder in die arabische Seele oder in die italienische Seele zu tauchen, sehr, sehr wertvoll und spannend und hilfreich für die Kommunikation. Ja, also wir fassen zusammen, Märchen bringen in die Kommunikation nicht nur Lebendigkeit, sondern sie bringen Tiefe, sie bringen Variation, sie bringen unterschiedliche Gedanken und Vielfalt und machen damit das Sprechen ausdrucksvoller, schöner, reicher, lebendiger, wundervoller. Ja, die Winterabende können kommen. Ja, Ja, die ja. Feiertage. Vielleicht habt ihr auch ein Märchen, was euch besonders gut gefällt. Postet es doch mal in die Kommentare, euer Lieblingsmärchen. Vielleicht finden wir hier eine, vielleicht können wir hier eine tolle Märchensammlung aufmachen. Ida, vielen lieben Dank. Ach, Ich vielleicht deine danke. Froschkönigin. Wie heißt das Märchen? Es heißt die Froschkönigin. Da Und ich kenne es ist aus einer Sammlung aus russischer Märchen, die ich als Kind mal geschenkt bekommen habe, habe ich jetzt mich wieder erinnert und ich finde die wunderbar. Da gibt es auch den Topos, das ist ja ein bekannter Topos in vielen Märchen. Der Zarensohn ist sozusagen immer etwas dumm und ungeschickt, aber am Ende der strahlende Held. Und so ist es natürlich auch bei diesem Märchen. Also da gibt es wirklich noch viel zu entdecken. Ja, und dann gibt es oft auch so wunderschöne Illustrationen. Ne? Das sind ja auch optisch oft so schön, schöne Bücher. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten euch für Märchen begeistern und wir konnten euch auch für eure Stimmarbeit begeistern, da nochmal zu experimentieren. Und wie gesagt, ich freue mich auf eure Märchentipps. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss, Ida. Vielen Tschüss, Dank. Ariane, tschüss.